Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, sind noch nicht ganz so weit im Wassertempel, aber das wird sich jetzt gleich ändern. Wir tauchen jetzt erstmal ab. Ganz nach unten bitte. Ich würde nämlich gleich in dieses rote Dingen rein. Gerne. Wir können nur da rein, wo die Fische hinzeigen. Die Fische sind praktisch unsere Pfeile. Das heißt, wir können jetzt hier unten erstmal nur diesen Weg gehen. Das werden wir auch machen. Kommt auch mal ab. So. Du bist down. Den Weg können wir auch nicht zurück wegen der Strömung. Wohlgemerkt. So. Machen wir erstmal die Krüge hier unten alle kaputt. Könnten ja überall Feen drin sein. Und das ist so ein nerviges Vieh, das spawnt hier immer wieder. So. Hoch. So. Hier müssen wir hoch. Und sollten aufpassen, dass uns das Viech da unten nicht trifft, aber das wird sich gleich in Wohlgefallen auflösen. Au. Und es kann über Wasser laufen, wie wir soeben gesehen haben. So. Ja. Hier kommen wir noch nicht rüber an den Schalter. Da brauchen wir erst was für und wir brauchen hier tatsächlich einen Schlüssel. Wir brauchen hier tatsächlich einen Schlüssel. Das heißt, ich muss hier wieder zurückfinden. Und am besten kommen wir hier wieder zurück. Wir müssen doch erst oben längs. So. Das ist mein absoluter Lieblingstempel. Ich kenne den so gut. So. Wir müssen hier echt mal oben längs. So. Aber hier könnte irgendwo eine Fee sein. So. Die epischen Moves von Mikau treffen die den Krug nicht. So. Sehr schön. Sehr schön. Und du noch? Der war gut. Leute, der war gut. Na, triff doch. Und der noch. Sehr schön. Aber hier war irgendwo noch eine Fee. Und ich glaube, irgendwo hier oben? Kann das sein? Nee, das war nicht in diesem Raum. So, und ihr seht diese Fishbones. Die spawnen immer wieder. Ich würde gern einfach nach oben. Komm. Sehr schön. Hier aus dem Wasser raus. Hier aus dem... Hier können wir aus dem Wasser raus. So. War hier noch eine Fee? Ey, komm schon. Mach ihn kaputt. So, Freunde. Einmal den Enterhaken auswählen. Dann können wir uns hier rüberziehen. Da kriegen wir, glaube ich, sogar schon die Karte her. Und im nächsten Raum müsste dann ein Schlüssel auf uns warten. Rein theoretisch. Sollte er zumindest. So, wir haben die Karte gefunden. Hier drüben kommen wir ja auch nicht hoch. Außer wir hätten schon den Eispfeil. So, die hole ich mir gleich. Nee, da komme ich ja nicht rüber. Noch nicht zumindest. So. Dann setzen wir mal unsere nette Maske auf. Einfach so. Ach Gott. Natürlich. Natürlich. Natürlich kann ich sie im Wasser nicht aufsetzen. Da hätte ich eigentlich dran denken müssen. Die einzige Maske, die wir im Wasser aufsetzen können, ist die Zora-Maske. So. Kommt schon. Komm schon her. Kreis doch nicht so um dich rum. So. Erstmal abtauchen und hier durch. Bloß nicht von den Händen hier erwischen lassen. So. Alles klar. Hier war gleich eine, ein Schlüssel. Und zwar hier auf der anderen Seite.
sobald wir alle Gegner in diesem Raum besiegt haben. Sofern wir treffen. Hm? So. Und hack. Und. Na? Komm hier raus. Oder wir machen es so. So. Du bist down. Puh. Okay. Kiste mit Schlüssel. Kiste mit Schlüssel hilft uns weiter. Im nächsten Raum. Keine Kiste mit Schlüssel hilft uns nicht weiter im nächsten Raum. Kiste mit Fee. Gab's denn hier den Schlüssel nochmal, verdammte Kacke? So. Aber wir haben schon die Hälfte der Feen. Ach ja, stimmt. Hier kam ja noch ein Raum. So. Einmal. Zack. Und ein zweites Mal. Zack. Dann würde ich mich gerne einmal darüber ziehen. An diese Kiste. Da sollte unser Kompass drin sein. So. Und wehe, wenn nicht. Und in diesen Raum müssen wir später auch nochmal rein, denn hier gibt es noch den Masterschlüssel. So, wir haben den Kompass gefunden. So, einmal unter Wasser bitte mit dir, Link. Abtauchen. So, einmal. Sehr schön, die ist besiegt. Und dich auch einmal. Ja. Stirb doch einfach. Warum machen die mir noch Schaden, wenn sie schon gestorben sind? Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie eigentlich noch heute. Aber sie sollen ja nicht mehr leben. Das hat mich jetzt ganz schön weit nach vorne katapultiert. Dafür, dass ich einfach nur nach oben gedrückt habe. So. Endlich bekommen wir einen kleinen Schlüssel. So. Nun. Sind hier zwei Löcher im Boden drin. So, und hier ist auch eine Fee versteckt. Allerdings müssen wir da ein bisschen tricky rangehen. Ich muss mich mal kurz zurückverwandeln. Und bloß aufpassen, dass wir nicht hier unten reinfallen. So, wo war die Fee? Wo kommen wir am besten an die Fee ran? Von wo kommen wir am besten an die Fee ran? So, erstmal. Erstmal. So. Okay, hier war die, glaube ich, im Krug drin, kann das sein? Ja. So, die holen wir uns als erstes. Verwandeln uns in einen Zora. Und machen die Viecher hier platt, damit wir hier durchkommen. Alles klar. So, wir haben einen Schlüssel. Das heißt, jetzt können wir hier unten rein. Jetzt können wir endlich hier unten rein. Du kannst mich mal. So. Und können hier nach oben. Und bloß aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie treffen lassen. So. Autsch. Naja, Hauptsache nicht runtergefallen. Das wäre jetzt unschön gewesen, wenn wir runtergefallen wären. Deshalb gehen wir jetzt diese verschlossene Tür hinein. Und da sollten wir eigentlich schon unseren Schatz bekommen von diesem Dungeon. Und vor allem eine Vorbereitung auf ein späteres Herzteil. Wofür wir allerdings noch in zwei Tempel nochmal rein müssen. Und zwar in den ersten und in den zweiten, witzigerweise. So, die Gegner spawnen nochmal. Müssen wir aufpassen. So. Die Frage ist, was kommt jetzt als Gegner? Ich meine, es ist das Warzenauge. Ja. Es ist das Warzenauge. So. Das ist ein äußerst nerviger Gegner. An der Stelle einfach mal gesagt. Aber wir werden das Ganze jetzt einfach mit der Panik
Mit der normalerweise, ne? Früher habe ich mich immer hingestellt, bin auf Nummer sicher gegangen, habe mir einen rangezogen und habe ihn besiegt. Aber mittlerweile stelle ich mich hier unter dieses Warzenauge und mache eine ständige Ansammlung von Wirbelattacken. Denn damit haben wir auch die Möglichkeit, das Auge mit dem Schwert zu treffen, rein theoretisch. So. Wir bekommen zwar dadurch immer mal wieder Schaden, aber hey, das kann uns egal sein. So. Aber ihr müsstet sehen, wie ich hier gerade meinen Controller vergewaltige. Also nicht wortwörtlich, bitte. So. Und weiter geht das. Ich habe hier eine Fee, die ich beim Endboss nicht unbedingt brauche. So. Sehr schön. Alles klar. So. Und wir können hier definitiv auch noch an Herzen rankommen in diesem Raum. So. Alles klar. Jetzt holen wir uns mal ein paar auf den sicheren Wege runter. So. Oder auch nicht. So. Wir können auch mal... Was wir auch machen können, ist... Ist auch witzig. Wir können uns diese Maske hier nehmen. Ja. Könnt ihr mal kurz aufsetzen und einfach mal bumm machen. So. Und so langsam sollten wir doch das Auge mal ein paar Mal treffen. So. Ist uns nicht vergönnt. Ich habe die Maske auf. So. Alles klar. Unsere Panikmethode hilft uns nicht wirklich weiter gerade. Okay. Dann machen wir einfach weiter mit unserer Panikmethode. Bis wir genug Warzen besiegt haben, dass das Auge nicht mehr richtig geschützt werden kann. So. Aber erstmal gehe ich hier in die Ecke. Und hole mir noch was. So, und nun werde ich das Ganze auch mal mit Pfeil und Bogen versuchen. So, mach's Auge auf. Mach's Auge auf. Natürlich. Sehr schön. Einmal getroffen. Du verpiss dich. Du bist nur eine Last. So. Mach's Auge auf. Sehr schön. Und mach's bitte noch einmal auf. Weil so viele Warzen fliegen auch nicht mehr um dich rum. Ja, komm, 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 komm. Ja, sehr schön. So, jetzt wird's witzig, wenn wir hier in der Ecke stehen. Kann er uns nicht kriegen. Aber wir können ihn witzigerweise mit unserer Wirbelattacke treffen. Nicht nur witzigerweise, sondern auch glücklicherweise. Weil da gehört auch ein bisschen Glück dazu. So. Mach die Biege. So. Das war's schon. War doch gar nicht so schwer. Und die Explosion war ein bisschen heftig. Ja, wir haben jetzt halt ein paar Herzen verloren, aber pff, hey, ich habe noch eine Fee dabei. So. Wir bekommen jetzt hier nämlich ein ganz tolles Utensil. Den Eispfeil. Und sobald wir den Eispfeil haben, haben wir den Tempel praktisch geschafft. Aber auch nur praktisch, Leute. Auch nur praktisch. Du hast den Eispfeil erhalten. Platziere ihn auf C, um deinen Pfeil in den Atem des Windes einzuhauchen. Sowohl der Gegner als auch Wasser werden schlagartig eingefroren. Schimmerndes Eis hemmt jede Bewegung. So, das können wir auch direkt mal ausprobieren, Leute. Da wären die Herzen gewesen. So, das können wir auch gleich direkt mal ausprobieren, nachdem ich hier diese Krüge noch zerstört habe. So, wir wählen den Eispfeil einmal aus. Ist übrigens auch was, wo ich bei Ocarina of Time immer darauf achte, dass ich mir alle Pfeile hole. Bei Majora's Mask ist das dementsprechend einfacher, weil du sie holen musst. So, hier holen wir uns noch ein paar Herzen. Sehr schön, und ich zeige euch das mal. Guck mal. Wenn ich treffen würde mit dieser Steuerung, ja, der war jetzt nicht so dolle. Ich glaube, bei denen geht das gar nicht. Nee, bei denen geht das nicht. Das geht nur bei denen, die
Ja, kein Item tragen. Ja, die Krüge hatte ich ja schon kaputt gemacht. Okay, da gibt es also nichts mehr zu holen. So, Freunde. Diesen Raum machen wir hier noch. Und der ist recht einfach jetzt, da wir den Eispfeil haben. Wir müssen nur wissen, wo ist das Vieh? Da. Und bloß nicht besiegen, Leute. Bloß nicht töten. So. Dich einmal einfrieren. Dann können wir nämlich... Ja, okay, dich kann ich erstmal platt machen. Aua. Ja, dann können wir nämlich hier auf diesen Eisblock rauf. Und einfach nach hier oben. Und einmal diesen Hebel betätigen. Damit hätten wir das zweite Wasser endlich mal zum Laufen gebracht. So. Alles klar. Dich da drüben würde ich gerne schon mal besiegen für den nächsten Part. Na? Komm her. Na komm. Ich treffe Skulltulas, da werde ich dich ja wohl treffen, oder? Ja, du bist fies. Das war gemein. Damit habe ich nicht gerechnet. Alles klar. Bis dann, euer Nightfox.